Der hätte es wieder geschafft, genau wie Helmut Trettler, das ist der Blonde von den beiden. Vielleicht kann man es erkennen. Da kommen sie und sie sind sich einig und der Sieg geht genau genommen nach Namibia. Erik Hoffmann gewinnt vor Helmut Trettler und hier geht um den dritten Platz solo. Hannes. Hannes Baumgarten. Das war noch also weitere Leute vor dem Feld und hier die weiteren Plätze. Erster müssen wir gleich dazu bleiben, also Hoffmann, Kressler und so weiter. Der drittplatzierte im Übrigen Hannes Baumgarten. Hannes Baumgarten, den müssen wir noch mal näher fragen. Ich glaube, der wohnt in der Region also, werden wir noch fragen. Und dann sein Team, Rudi Project Team Hirschenberg. Das ist dieses Hirschenberg an der Autobahn, die alle kennen. Weitere Plätze, da war Team Erdgas Schwaben dabei, also die Lokalmatador-Team. Wir haben auch schon die Zeit, die 135 Kilometer wurden von der Spitze zurückgelegt in 3 Stunden, 11 Minuten, 14. Das ist ein Schnitt, der wieder um die 43 km/h trifft. Und wenn man überlegt und weiß, als aber, das sind die Insel mal raus, ich habe gehört, die Region, die kommt da, wo man sieht, also Sie nehmen als Event auf und hoch, die Vor 2 Jahren noch bayerischer Straßenmeister beim Helmut Trettler, da weiß ich, wo er herkommt, er startet regelmäßig im Allgäu mit Serienkampfrennen. Frage, Helmut Trettler, kommt aus dem Chiemgau, also am Rande der Berge zu Hause in der Gegend von Anger, da bei Reichenhall. Heuer hatten wir doch auch einen strengen Winter. Wir können auch mal zum Museum, Erik. Vorbereitet oder ganz ohne Dienstlage im Süden, ohne diese Dinge, und scheinbar sind die Tour, die Landung und so weiter eine traumhafte, ideale, passende Vorbereitung. Jetzt kommen wir mal zu dem Mann, der heute möglicherweise am häufigsten genannt wurde, nämlich vor dem Rennen, während dem Rennen und jetzt als Sieger nach dem Rennen. Wir kommen zum Olympiastarter in Peking 2008 dabei. Wir kommen zu Erik Hoffmann. Erik Hoffmann, die seinen Marsch in Namibia,
ich also immer noch Staatsbürger von Namibia. Und lest aber, wo genau? Ich bin da seit 10 Jahren zwischen. Also, es zeigen Sie irgendwie ein dramatischer Wissenschaft. Wir machen doch ein Studium, eine Konfusion fertig, die Frauenstuhl an der Uni in Stuttgart, und dann wird man sehen. Und jetzt zum Hauptthema, Rennsport. Zunächst noch ein kleiner Rückblick. Denkst du noch manchmal an das olympische Straßenrennen in Peking? Ja, das war ein super Rennen, großer Leben. Ja, und was mich am meisten überrascht, er war ja ohne jede Mannschaft, er hat sich gestellt. Hannes Baumgartlin als Ritter. Der Schweizer Vierte kommt aus Landshut. Vom Verein her sieht Bayer Landshut, lebt in Anna, da wo Kiepgein sich an der Land übergeht. Der zweite Platzierte heißt Helmut Kretschmer. Bayer Landshut. Das wird noch Kollegen. Und der Sieger trägt das gleiche Trikot wie der zweite Platzierte. Dann haben wir